Leg los, leg los. Schild, Bruder. Kiki hat alles gerobbt, niemand hat alles gerobbt, Bruder. Bruder, es ist einfach so. Fertig, 3-5 für die Halb, Bruder. Fertig, Alter. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Alter. Seit Nimo, Bruder, diese Trap-Schiene hat sich geändert. Alle machen hier zu, Bruder, verstehst du? Und verstehst du, alle außenrum, die machen so dies, das. 3-5 für die Halb, Baby, das ist der Shit, Mann. Herzlich willkommen auf hiphop.de, hier beim Open Air Frauenfeld. Ich habe die Ehre, mit einem der stärksten Crews Deutschlands im Moment hier zu sitzen. Abdi, Hani, Olex, Cello, Nimo. Was geht? Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Release. Kiki, dein neues Album. Wie fühlt es sich an, Alter? Es fühlt sich auf jeden Fall krass an, Bruder. Erstes Album nach Mixtape war ja schon viel Lob, viel, ne, jeder ist gekommen, meinte Nimo, der neue Star und so weiter. Jetzt hast du das Album weg. Ja, wie fühlt sich das im Gegenzug zu letztem Jahr so an? So, letztes Jahr bin ich frisch gekommen, Bruder, weißt du, jetzt habe ich mich sozusagen etabliert. So. Was geht bei euch? Labelchefs sind auch voll zufrieden? Auf jeden Fall vollkommen stolz. Nimo hat alles zerrissen, dieses Album Kiki. Auf jeden Fall, der hat die Messlatte hochgetrieben. Jetzt ist Shit, Mann. Warte mal ganz kurz, warte mal. Es war zu wenig, Mann. Es muss mehr kommen, Mann. Leg los, leg los. Schild, Bruder. Kiki hat alles gerobbt, niemand hat alles gerobbt, Bruder. Bruder, es ist einfach so. Fertig, 3-5 für die Halb, Bruder. Fertig, Alter. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Alter. Seit Nimo, Bruder, diese Trap-Schiene hat sich geändert. Alle machen hier zu, Bruder, verstehst du? Und verstehst du, alle außenrum, die machen so dies, das. 3-5 für die Halb, Baby, das ist der Shit, Mann. Und wer es nicht zugibt, Bruder, von alleine, der sagt einfach nicht, ja, die Wahrheit. Der sagt einfach nicht die Wahrheit, weil es so ist, Bruder. Du wolltest auch noch was sagen, glaube ich. Auf jeden Fall, dem jungen Ger muss man auch erstmal sagen, dass er ganz alleine durchzieht ohne Backup-Rapper. Das kann auch nicht jeder. Gibt es wenige hier im deutschen Business. Du weißt, wie es läuft. Destivision, Ger, Nimo ist da, Kiki ist da. Der gibt Gas ohne Ende, voll Gas. Und der Rest, Ger, der braucht 14 Backup-Rapper. Jetzt mal, als ich euch ganze Bande hier gesehen habe im Backstage, dachte ich, okay, warte mal, Nimo ist gebucht, ne? Nimo ist sein Auftritt heute. Aber ihr seid so als Begleitung, ihr kommt immer als gesamte Crew an, ne? Natürlich, Bruder. Zeckenmodus, Kakerlaken. Wir sind wie Kakerlaken, immer da, wo der auch ist. Wir sind da überall, überall. Wenn du dich umdrehst, wir sind auf einmal auch wieder da. Ich muss auf jeden Fall Nimo nochmal herzlich danken. Der hat mir einfach einen Auftritt im Frankfurter Waldstadion klar gemacht. Obwohl er Stuttgart-Pulli anhatte, trotzdem nochmal danke dafür, Schatzi. Bescheid, Alter. Egal in welcher Arena, Frankfurt Arena, Hamburg, Köln, Berlin, ist egal. Stuttgart. Wie viel Uhr seid ihr dran heute? Bayern ist besser. Wie viel Uhr seid ihr dran heute? Ha? Wie viel Uhr seid ihr dran? Wir waren doch schon dran. Wart ihr schon dran? Guck mal, Bruder. Alter, Bruder, Alter, das war jetzt echt schlecht informiert. Ich schwöre, wir sind im Backstage. Warte, ganz kurz. Holt euch alle S auf der Brust. Darmstadt, Kranich, den 6-4, Asche, dann da, Motherfucker! Holt euch alle S auf der Brust. Kopfdicker Records, alles oder nix. Bruder, ich bin die ganze Zeit im Backstage, ich kann nicht mal die Auftritte sehen. Seid ihr alle aufgetreten? Was macht ihr für ein Set überhaupt? Macht ihr eure Songs auch? Auf der Bühne, Nimo, wie gesagt, muss man auch... Wo ist dein Chef? Der muss schütteln. Oh, du schützt uns jetzt mindestens 40 Euro, dass dieser Joint kaputt gegangen ist. Egal, schreib einfach gut über mich. Nimo war auf der Bühne. Gib IBAN, Dings. Gas, ganz alleine. Ach, ihr geht gar nicht auf die Bühne mit ihm? Doch, aber er hat keinen Backup-Rapper, er macht sein Ding alleine. Die meisten Leute haben keine Atmung mehr, keine Luft mehr. Wen meinst du damit? Viele. Wen meinst du ganz genau? Also ich meine... Ich fühle mich auf jeden Fall sehr angesprochen gerade. Keith Rev. Ich meine... R&B. Auf jeden Fall, Leute. Soll ich jetzt... Jarule. Jarule. Aber Backups sind auch krass. Ja. Natürlich. Wir wollen ja keinen hier... Backup muss man erstmal... Dings alle. Das ist Königsklasse. Ey, ihr wart auch Rock am Ring, krasserweise, habe ich gesehen, Videos von dir, wo du auch aufgetreten bist, wo ihr auch mit der ganzen Crew da warst. Ja, Rock am Ring, so als, sag ich mal, ich weiß, du magst den Begriff nicht, letztes Jahr warst du Newcomer, als junger Typ, der auch noch Rap macht auf Rock am Ring, ist eine krasse Angelegenheit. Auf jeden Fall, Alter, Bruder, ich wusste ganz ehrlich davon nicht, was Rock am Ring und Rock am Park und sowas ist. Ich kannte diese Festivals alle nicht. Habt ihr beides gemacht? Ja, ja, Rock am Ring und Rock am Park. Und Digga, das ist gigantisch, Mann. Wirklich, Alter. Also wenn du da als Headliner bist, dann bist du auf jeden Fall der absolute Motherfucker. Und es war in dem Fall Rammstein, Alter. Und Rammstein sind ja die Headliner gewesen.
Normal, Alter. Das sind doch die absoluten Babas. Zieht man sich dann sowas auch rein, wenn man da ist? Dass man so sagt zum Beispiel, ey, guck mal, natürlich. Wir ziehen uns die großen Rock-Acts ein. Ich war doch da, hey. Normal, Bon Jovi, ich war mit, Van Halen. Ich war mit Chuck White, Bon Jovi. Bon Jovi haben wir gesucht. Dann, Sepultura, die waren da. Wir haben mit den Kokaretten geraucht. Ich hab mit Dings, Alter, mit Manager habe ich Cypress Hill geguckt, Bruder. Also da war Bruder, wir haben einfach, der hat einfach die Rockband, Bruder. Cypress Hill hat noch eine Rockband. Bruder, miese Rockband, weißt du, was die abgegangen sind, Bruder? Die haben Hits gespielt, Bruder, die habe ich bei GTA gehört, bei San Andreas noch auf dem Radio. Aber auf jeden Fall, Nemo hat auf jeden Fall Rock am Ring zum Hip-Hop am Ring gemacht. Ja, genau. Ich wollte Rock am Ring, gell? Ich freue mich heute wirklich sehr, sehr, sehr auf Asche, Alter. Echt, ja? Ich wollte gerade fragen, auf wen freut ihr euch? Die Klassikerfrage so. The Roots kenne ich nicht, Bruder, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wer The Roots sind, aber ich kenne nur Asche. Und wenn ich Asche sehe, werde ich ihm sagen, yeah. Yeah! Oh mein Gott, Bruder! Heute ist nicht Nas, ne? Nas ist, glaube ich, morgen. Nas? Nee, Nas ist morgen, glaube ich. Wer ist Nas? Der ist doch Nas, oder? Wer ist es? Der wurde doch Nas als 3-5 Kampf. Kennst du, es gibt wirklich Jugendliche, die sagen, wer ist Nas und so. Das ist krass, aber. Ach, was, Spaß. Jetzt mal weg schon vom Hip-Hop, dieser Begriff. Was, cool, was, cool, und dann, was? Und dann kommt hier ein, sagen wir mal, 18-Jähriger, aber das ist legitim. Wo? Ja, Mann. Ja, ich habe da aufgewachsen. Ja, aber weißt du, was ich immer sage? Was für Nas, hui tibi auf Glas. Das heißt Schwanz in Auge. Der arme Bruder, der aber hat doch Legende. Nein, das ist Legende. Respekt an Nas. Gibt es für Nas auch so Stories eigentlich, dass er dir schief gekommen ist, wie ich glaube Chris Brown und Diddy waren das, ne? Chris Brown ist ein Lutscher, kann man nicht mit Nas vergleichen. Auch wenn Nas, wenn Nas bei mir aufmucken würde, würde ich auch direkt sagen, Sam Heyer und so. Kein Problem. Ein Schubser geht, ja, ne. Nee, gegen Nas niemals. Aber mit Chris Brown habe ich auf jeden Fall noch was offen, der soll rankommen. Wer weiß, ne? Vielleicht buchen die den nächstes Jahr hier, dann wird erhitzte Atmosphäre im Backstage sein. Hundertprozentig, wir müssen es auf jeden Fall klären. Also was, dann klär dich schon, Chris. Digga, jetzt sag mal, ihr habt hier ein krasses 385i-Team. Erstmal, du bist nicht offiziell 385i, oder? Ich bin Adlachs. Aber alle Schatzis, Brüder, das ist so. Stell dir vor, es gibt ja auch Cousins, die haben nicht denselben Nachnamen, aber sind trotzdem Cousins. Weißt du? Jetzt könnt ihr mir vielleicht sagen, ihr habt Nemo jetzt released, Olex hat letztes Jahr mit Macadam abgeliefert, ordentlich. Was steht als nächstes an bei 385i? Also wir haben, wie gesagt, Keith Swift gesucht, gell, in New Orleans. Der hat gesagt, vielleicht kann sein, dass ich zu 385i komme, ich mache Deutschkurs, ich fange an, Deutsch zu lernen. Ist, glaube ich, auch am Ende des Tages nur eine Vertragsfrage, so wie, ne, so klein Einzelleiter. Nein, wegen Deutschkurs auch, der hat noch nicht die Anmeldeformulare zurückgeschickt. Deswegen hat der Deutschkurs auch gesagt, Keith Swift, gell, wenn er irgendwann mal dann kommt nach Deutschland, der will für immer dann da bleiben, weil Deutschland ist das beste Land der Welt und der muss einfach nur Deutsch lernen, Keith Swift, wenn's sein muss, gell? Eventuell kommt er auch zu 385 Ideal, aber man weiß es nicht, man munkelt's. Frankfurt könnte neue Heimat sein von Keith Swift auf jeden Fall. Ja. Aber ihr beide arbeitet ja sowieso an eurem neuen Album, hat man so gezwitschert, habe ich gehört. Ja, yeah, das wird gezwitschert auf Twitter. Ja, Diaspora, macht euch auf was gefasst, wir wollen jetzt nicht zu viel erzählen, weil jetzt, wie gesagt, Kiki ist jetzt im Raum. Morgen erscheint auch alles auf Rot von Capo, CAPO. CAPO, das ist präsentiert und Offenbar. Ja, das sind. Oh, der Wus, richtig. Sag mal was, zum Stichwort. Bam. Ja, die verlosen wir, oder Wus? Gibt eine Capo alles auf Rot Box, meine Freunde. Spontan, bam. Mit Inhalt, soll ich auspacken? Alles klar. Ich auch. Ey, Aslax. Aber warte mal, bevor wir auspacken, das T-Shirt habt ihr schon entwendet. Er hat es benötigt auf jeden Fall. Ja, und jetzt hat er schon wieder ausgezogen und rennt nur im Bademantel rum. Autogrammkarte. Sehr. Was gibt's hier? Bonus-EP. Oh mein Gott. Wie heißt die? Alles auf Rot, Bonus-EP. Wer ist da drauf? Wer ist da drauf? Track 1, komm, wir chillen. Mit Joni und Bowser. Karima, 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 Karima. Oh mein Gott. Zweiter Track, Aslak Motherfuck, Ficino und Abdi. Aslak Motherfuck, Aslak Motherfuck, Aslak Motherfuck. Dritter Track, spielt nicht mit uns. Spielt nicht mit uns. Feed. Hannibal und Ship Torrent. Vierter Track, Shuttle, Feed Asi Memo. Fahr im Shuttle durch die Nacht, fahr im Shuttle durch die Nacht, fahr im Shuttle durch die Nacht. Oh mein Gott. Und der letzte Track, Standort Tommy. Ab jetzt wird dein Standort bewacht. Puh! Ey, das ist schon. Krank! Bester Track auf dem Album, sagt der Roos. Bester Track auf der Bonus-EP, Roos. Auf dem Album! Gibt's noch mal zwei Tracks? Was ist dein Lieblingssong auf dem Album? Auf dem Album? Der, auf dem du drauf bist.
auf jeden Fall Totentanz, Alter. Tanz mit den Totentanz, tanz mit den Totentanz. Tanz mit den Totentanz. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung, das weiß er auch. Das ist mein Lieblingslied. Bruder, ist schon krass, wie Aslax 385 und Alles oder Nix jetzt. Ihr released fast im Wochentakt ein Album. Ne? Wenn man jetzt auch Koptika dazu nimmt, Generation Aslak dazu nimmt, ihr habt den Markt. Viel Potenzial ist da. Viel Potenzial ist da, viel Zeit ist da und warum nicht? Ja. Macht das Spaß für euch als Labelbosse? Ich meine, wenn man jetzt euch beide anguckt, ja, Cello und Abdi. Klar, Moment, Nimo macht hier Unboxing weiter. Ich rede kurz mit Cello. Ihr habt ein krasses Label am Start, zwei Künstler gesigned, die ja durch die Decke gegangen sind, sozusagen. 100%ige Trefferquote. Die haben sich nach oben gepusht, die Jungs. Wie fühlt sich das an als Labelboss, wenn du zwei die Künstler anguckst und du denkst, ey, Jackpot? Sehr stolz auf jeden Fall. Und auch die Jungs, die sind auch gerade am Anfang ihrer Karriere. Und da ist noch viel, viel Luft nach oben auch. Hast du ein Trainingsprogramm oder so gemacht? Bruder, du kennst mich nur seit Rap. Aber ich war vorher schon Bodybuilder aktiv, Semmelweis. So. Bruder, ich war immer draußen, ich habe Klimmzüge gemacht. Aber Bruder, irgendwann kam Rap, da kamen die Joints, da kamen die Beats, Bruder, der Spaß an Musik, da habe ich das andere halt mal gelassen. Aber jetzt bin ich wieder da, ich habe mir gesagt, ich trainiere nie wieder, scheiß drauf, ich mache Rap. Aber Bruder, ganz ehrlich, ein Schein verkauft man mehr, wenn man breit ist. Nein, Spaß. Nein, aber ich mache das. Die Tattoos sind neu. 385 Ideal, das ist mein Signing. Da hat mein Weg begonnen, Nuhay Tadam, mein erster Top-10-Einstieg, Makadam, mein Erfolgsalbum. Ich bin das erste Mal im Nightliner gefahren, ich habe Playstation gespielt, ich habe die Fenster hoch und runter gefahren mit der Fernbedienung. Bruder, das hat mir so Spaß gemacht. Ich sag dir ehrlich, Bruder, ich lass mir auch deinen Namen tätowieren, Mann. Ja, Wie heißt denn du? Arab, Bruder, Arab. Arab, das geht nicht, nein, Mann. Lass dir Künstlernamen einfallen. Ich habe gesehen, du hast auf Twitter geschrieben, du hast 100 Songs, erinnere ich mich richtig, du hast 100 Songs schon wieder geschrieben? Dazu sage ich nichts, Bruder. Bruder, wie macht doch jetzt nicht so, ja? Nein, Bruder, 2016, wo du zwei Alben mit 100, wir haben jetzt schon 120, Bruder. Dein Update ist älter, du brauchst neue Update. Wir sind schon auf 120, Bruder. Was machst du mit so vielen Songs, Bruder? Bruder, Leben, Miete zahlen. Kennst du Altersvorsorge? Das ist Altersvorsorge, Rente, Bruder. Rente einzahlen. Ich arbeite einfach, weil ich liebe Musik. Ich liebe das, was ich mache, jeden Tag, Bruder, jeden Morgen. Weißt du, was ich meine? Und jeder meiner Jungs und jeder, der mit mir ist, der weiß, wie ich bin. Und ich liebe Musik und ich höre nie auf, Bruder. Bis ich tot bin, Bruder. Ich schwöre auf alles, Bruder. Sogar im Grab. In meinem Grab. Da kannst du mein CD reinwerfen, Brette. Mach mein CD rein. Bruder, sag mal kurz, wen pumpt ihr denn so überhaupt momentan? Ich pumpe nur die Beats, Bruder. Von M3, von Blanco und so. Oh, Moment. Jetzt hast du mehr verraten, als du wolltest. Bruder, nein, ich pumpe nur die Beats, Bruder, habe ich gesagt. Aber was die Jungs pumpen, das kommt nicht so dazu. Also wir pumpen viel Safir. Wir pumpen auch Kiki, Zeit viel. So sieht's aus. Das Label wird gepumpt. Das Label. Was ich gerade sagen wollte, wenn in Deutsch oder Ami-Rap. Ja, Bruder. Hier, dein, ja, warte. Mir wurde gerade eine investigative Frage gestellt von Erich. Eine investigative Frage von Erich kommt da. Ich mal Zaum mit dem Wasser. Zwei Jahre später auf einmal. Weiter, pass auf. Investigative. Hannibal, Hanni, Erich will eine ganz wichtige Schlagzeile, die ist wichtig für die Schlagzeile morgen. Wann kommt dein Puff Daddy Diss-Track? Wann kommt dein Puff Daddy Diss-Track, Bruder? Ganz ehrlich, der ist schon fertig geschrieben, auch schon gemischt und gemastert. Ich warte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Ich schreibe ihn jeden Tag persönlich an, der antwortet nicht. Hast du schon telefoniert auch? Wir haben auf jeden Fall auch telefoniert, aber der hat mich jetzt geblockt. Er hat gelesen, ja, zwei blaue Haken. Auf jeden Fall, ich warte jetzt, bis er nochmal irgendwas Krasses raushaut und dann direkt an seinem Release-Tag werde ich dann auch den Track raushauen. Oh, das ist eine gute Strategie, ja. Hast du schon Vorbestell-Link aber auch für dein Album dann? Das läuft unabhängig vom Album. Weil dieser Track wird so ein Mega-Hit, das ist wie 10 Alben. Was geht bei dir, Bruder, eigentlich albummäßig? Bei mir geht einiges, ich bin gerade am Schreiben und sobald ich schreibe viele Liebesbriefe momentan an Dealer, nein. Schuldbriefe werden geschrieben, nein. Auf jeden Fall, ich bin am Schreiben und das Album wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht erscheinen. Ich hoffe im Frühjahr, dieses Jahr auf jeden Fall nicht, ich hoffe im Frühjahr 2018. Aber dafür wird es dann extra ekelhaft. Ja, das erwartet man auch. Alles darunter wäre jetzt auch enttäuschend, genau. In Hani-Verhältnisse mäßig. Ja. Guck mal, nochmal dahin zurück. Schaut ihr denn eigentlich die ganze Zeit nach neuen Künstlern? Habt ihr die Augen auf, dass 385 ein bisschen noch erweitert wird? Das kommt. Also man sollte sich da nicht so verkrampfen, in Augen aufhalten und so. Das kommt. So war das auch bei Olex und Nimo. Also
das passiert einfach. Das ist einfach der Moment, die Situation, man sieht es. Und man muss auch sehen, dass die Menschen Charakter, vom Charakter her stimmen. Weil Olex und Nimo, wie gesagt, sind nicht nur krasse Künstler, auch als Menschen, wie gesagt. Und eins hat immer Cello gesagt, strukturiert arbeiten. Weißt du, was bei uns ist bei 385? Ich sag dir eins, bei uns ist so, Bruder, du kommst zu uns, Bruder, du arbeitest so viel, wie viel du kannst. Das, was du machst, Bruder, das ist dein Können, Bruder. Verstehst du? Wir sind nicht irgendwelche Leute, wo, keine Ahnung, du kommst und machst, was du willst und so, und du denkst, das ist gut und so. Nein, Bruder, wir fokussieren die Leute. Verstehst du? Wir fokussieren die Leute, Bruder. Und deswegen, wir sind ehrlich, Bruder, wir sagen die Wahrheit, Bruder. Das, was du machst, Bruder, das wird aus dir passieren. Und nur so sollte man arbeiten, Bruder. Das ist die Wahrheit, Bruder. Und so wurde auch mit mir gemacht. Ich, Bruder, ich habe mein Mixtape abgegeben, es war alles Schrott, Bruder. Chill hat mich angerufen, ich habe mir in die Hosen geschissen. Echt? Ja, welches, um welche Zeit redest du? Bruder, Authentic Athletic. Aber Bruder, aber es muss so sein. Man darf nicht sagen, ach scheiße, was soll ich machen? Ich habe mein ganzes Mixtape geschrieben, es ist nicht cool. Nein, Bruder, wenn jemand dir was sagt, ein Älterer, wenn dir was sagt, dann musst du auf den hören, verstehst du? Nicht auf alles hören, aber auf Sachen, die von der Arbeit sich bezogen fühlen. Verstehst du? Wenn die Erfahrungen gemacht haben schon, weißt du, ich meine? Das ist ja nicht nur Ältere so. Wenn ein 40-Jähriger zu mir kommt und sagt, mach keine Adlibs, dann... Aber wenn der 40-Jährige... Das muss schon Sinn haben. Der 40-Jährige schon selber 6-mal, 7-mal auf Tour war, weißt du, ich meine? Was rausgebracht hat und auf jeden Fall... da musst du auf den hören, Digga. Wer ist bei euch sozusagen Qualitätskontrolle? Wenn einer jetzt, sagen wir mal, Kiki wird gemacht, definitiv ist so halbwegs Sinn. Fetisch oder? Definitiv Sinn ist auf jeden Fall die letzte Instanz auf jeden Fall. Ja, hört ihr euch das alle an? Also du, Abdi, ja, aber Sinn ist auf jeden Fall in dem... Abdi schon weg. Im kompletten Workflow. Der Oberboss. Nur der kompletten Workflow für die ganze Promotion, die Alben übernimmt eigentlich, das macht Sinn. Guck mal, eine Sache noch jetzt nebenbei, da ich euch Frankfurter und Darmstädter hier am Start habe. Habt ihr vielleicht Nachrichten oder News oder generell, was mit der Situation und Schwester Eva gerade abgeht oder wie es ihr geht oder überhaupt Worte zu der ganzen Situation, was ihr sagen könntet? Ich hatte jetzt keinen Kontakt mit ihr, ich weiß nicht, ob jemand von den Jungs. Ihr vielleicht? Wie bitte? Und du vielleicht? Wie gesagt, aus den Nachrichten ist zu entnehmen, sie ist frei, Gott sei Dank. Und ja, sie verbringt, so wie ich gesehen habe, auf Mallorca ihren Urlaub. Ach so, so Eva. Ja, aber das ja. Kann man ja alles auf Instagram. Folgt Schwester Eva auf Instagram, dann seht ihr das alles. Schwester, komm nicht mehr rein. Schwester auf jeden Bleib Fall, frei. Komm nicht mehr rein. Und ja, free Eva. Alles klar. Ey Jungs, das hat mich sehr gefreut. Habt ihr eigentlich auch andere Festivals? Geht ihr vielleicht zum Splash oder so dieses Mal noch? Am Sonntag, Bruder. Honey, Bruder. Sonntag habt ihr Honey, Bruder. Ja. Flash, Bruder. Ja, erstmal morgen Happiness Festival mit Nimo. Dann ruhen wir uns einen Tag aus am Samstag und dann sind wir am Sonntag auf dem Splash. Sehr gut. Die komplette Bande und ja. Reißen da ab. Korrekt. Vielen Dank für die Zeit. Guck mal, Abdi ist gar nicht mehr da. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Ich bin voll enttäuscht, dass Abdi gegangen ist. Ja. Ich wollte wieder was sagen, aber danke. Gab es schon mal in deiner Karriere als so Reporter, dass einer abgehauen ist im Interview? Bruder, die Amis, sehr viele, was ja. Geht, ja, wir sind auch guck mal, Amis. Ich habe vor 2 Jahren hier Ray Schremmert gemacht. Die sind ja auch hier. Hast du schon gesehen, Ray Schremmert? Ja, der hat dem Honey Hand gegeben. Die sind crazy, Alter. Aber nicht Honey hat niemand gegeben, der ist so zu Honey gegangen. Hallo, ich bin Ray Schremmert. Ja, muss man auch ein bisschen Respekt zeigen, wenn man Honey hier im Backstage ist. Deswegen. Hey, vielen Dank für das Interview. 385 plus Hannibal natürlich. Vielen, vielen Dank. Zieht euch Kiki rein von Nimo, Hip-Hop.de, Open Air Frauenfeld. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank. Kiki, Rapmos, Aslak, Motherfuck, 385 Ideal. Du, Papa, Papa.